Hallo, heute arbeite ich an einem poren Betonstein der Größe 24 mal 24 mal 60 cm. So ein Stein ist relativ leicht zu tragen und auch leicht zu bearbeiten mit Raspeln, Sägen, Messern, Löffeln und anderen Werkzeugen. Ich möchte einen Kaiserpinguin daraus machen. Der hat eine einfache, kompakte Form und passt gut zu dieser Steingröße. Hinten stützt die Schwanzspitze den Pinguin beim aufrechten Stehen. Seitlich hat er flache, anliegende Flügel. Den zarten Schnabel werde ich etwas wuchtiger formen, denn da kommt das Material doch an seine Grenzen. Hier nun meine Skizzen der Pinguinform aus vier verschiedenen Perspektiven. Von der Seite, von vorne, von oben und von unten. Die Schwanzspitze, die Fußspitzen. Die Füße werden noch etwas wuchtiger und länger geformt, um die Standfläche größer zu halten. Dann steht die Skulptur stabiler. Nach diesen Zeichnungen fertige ich Schablonen in Steingröße an und zeichne die Seitenansicht auf den Stein. Was nicht zur Form gehört, wird auf beiden Seiten schraffiert und in ganzer Breite grob abgesägt. Das Sägeblatt wird dabei allerdings stumpf. Ich entferne die Kufen unten am Stein und das Eingriffloch wird später noch aufgefüllt. Unter dem Schnabel lasse ich erstmal etwas mehr Material stehen, damit nichts abbricht. Nun zeichne ich die Frontalsilhouette hinten und vorne auf den Stein. Und säge aus dieser Perspektive die überschüssigen Teile grob in ganzer Breite ab. So sieht nun die Grobform von oben aus. Dieser eckige Körper soll nun rund werden. Ich säge also die vier Kanten senkrecht weg.
erhalte eine achteckige Form. Die flach anliegenden Flügel werden etwa 5 mm herausgearbeitet. Das heißt, die Umgebung wird abgetragen. Dann runde ich die Form Richtung Rücken und Bauch. Der Rücken verliert nun alle Kanten und geraden Flächen, bis er sich komplett rund anfühlt. Die Beine zeichnen sich erhaben seitlich ab, sollen also leicht hervortreten. Dazu wird die Umgebung abgesenkt und alle Formen gehen stromlinienförmig ineinander über. Thank you.
Die Flügel machen auch die Körperrundung mit. Ich nutze nochmal die Profilschablone für die Feinform von Kopf und Hals. Bis zu dieser Linie reduziere ich den Stein. Sie bezeichnet allerdings nur die Form in der Mitte. Zu den Seiten hin wird sie wieder abgerundet. Die Frontalschablone zeigt mir, was seitlich noch symmetrisch abgeraspelt werden muss. Im nächsten Schritt trage ich die Kanten ab und runde die Form an Kopf und Nacken. Ich stabilisiere die liegende Form mit Steinkeilen, gebe Brust und Bauch eine runde Form und arbeite die Wölbung über den Füßen. Um das Loch in der Standfläche zu füllen, habe ich Reststeine in die entsprechende Form gebracht. Ich rühre Ytongkleber mit Wasser an und setze mit diesem Brei die Lückenfüller ein. Über Nacht gut durchgetrocknet, entferne ich nun Überschüssiges mit Säge und Raspel und mache die Standfläche schön plan für einen sicheren Stand.
Ich markiere die Schwanzspitze, reduziere grob, was zu viel ist, und runde die Form. Die Fußform wird in der Mitte geteilt. Ich stabilisiere die Skulptur, damit sie beim Arbeiten nicht so wackelt. Nun wird die Form an der Kehle bis zur angezeichneten Stelle vertieft und ein Übergang zur Brust geschaffen. Die markierte Linie bezeichnet wiederum nur den Formverlauf in der Mitte. Zu den Seiten hin runde ich ab. Auf der Brust habe ich etwas Material stehen gelassen, aus dem ich ein Extra formen möchte, welches der Pinguin um den Hals trägt. Weil dieses Extra etwa 5 mm dick sein soll, raspel ich es leicht flacher. Dann zeichne ich einen Schriftzug auf. Mit kleinerem Werkzeug arbeite ich die Buchstaben bis auf Brustniveau heraus. Das ist etwas aufwendiger und ich bin noch nicht sicher, ob es mir dann auch gefällt. Aber ich sag mal, abraspeln kann man immer noch. Auf jeden Fall siehst du, was alles an so einem puren Betonstein möglich ist.
Für das Band um den Hals setze ich 2 Kerben und lege damit die Bandbreite fest. Daneben arbeite ich den Stein etwas tiefer, lasse das Band also leicht erhaben auf dem Pinguinkörper verlaufen. Jetzt geht es an den schmalen Schnabel, und zwar ganz vorsichtig. Ich habe schraffiert, was weg muss. Die Ansicht von oben zeigt, wie die Schnabelform zum Kopf hin verläuft und was weggenommen wird. Dazu polstere ich die Körperform und stabilisiere sie mit Steinkeilen. Vorsichtig nehme ich das zu viel an Schnabelbreite senkrecht weg. Dabei sollte eine Hand immer gegenhalten. Ebenso auf der linken Seite. Dann zeichne ich die Profillinie auf. Reduziere den Stein unten und oben bis dahin. Nun müssen die Kanten zu Rundungen geraspelt werden, sodass alles stromlinienförmig wird.
Der Schnabel bildet an dieser Skulptur allerdings eine Schwachstelle, denn wenn sie mal umfällt, kann er leicht abbrechen. Der Vogel sollte also an einem sehr sicheren Ort stehen. Die Augen liegen etwa auf der Hälfte zwischen Nacken und Schnabelspitze. Mit einem passenden Löffelstiel drehe ich die Augenhöhlen so tief hinein, bis die Glasmurmeln fast ganz hineinpassen. Dann ist die Form soweit fertig. Aber ich muss feststellen, dass der Schriftzug auf der Brust mir ehrlich gesagt doch nicht gefällt. Ich raspel ihn also wieder weg. Das war zwar viel Arbeit und nichts, aber das passiert eben. Ja, so pur gefällt er mir doch besser und die Oberfläche kann jetzt verputzt werden. Ich verschließe also die Poren, um den Pinguin wetterfest zu machen, denn er soll ja im Garten stehen. Dazu rühre ich Ytongkleber mit Wasser an zu einem dickflüssigen Brei und bringe diese Masse mit der Hand oder mit einem Spachtel auf. Die komplette Skulptur dick eincremen, sozusagen. Der Stein saugt die Masse an und ich kann sie dann schön glatt streicheln. Leichte Gummihandschuhe sind hierbei sinnvoll, denn die Oberfläche wirkt durch die feinsandige Masse wie Schmirgelpapier. Den Plastikspachtel habe ich mir übrigens selbst aus einem Frischkäsedeckel geschnitten. Die Brust sollte etwas höher gelagert werden, damit kein Gewicht auf dem Schnabel lastet, denn der ist empfindlich und leicht abzubrechen. Nach dem Durchtrocknen glätte ich die Oberfläche durch leichtes Schmirgeln. Fege den gröbsten Staub ab und passe die Augenkugel nochmal ein. Ich bringe nun einen Tiefgrund auf, damit der Stein nicht mehr saugt und auch kein Staub mehr abgeht. Ich schaffe also die Grundlage für einen Anstrich mit Grundierweiß als Basis für die Bemalung mit Acrylfarben. Thank you.
Es gibt klare Farbgrenzen zwischen hell und dunkel. Hinter den Augen eine Rundung und eine Linie in der Kehle bis in Richtung Flügel. Diese Grenzen zeichne ich auf die Form. Mit einem sehr hellen Gelb aus Titanweiß und Indischgelb färbe ich die hellen Flächen hinter den Augen sowie den Brustansatz. Nach unten hin male ich die Vorderseite mit einem sanften Verlauf ins Weiß. Ich lasiere die Rundungen hinter den Augen mit Orange auf dem getrockneten Hellgelb. Die Seiten des Schnabels schimmern leicht rötlich. Nun werden die übrigen Partien mit schwarzer Wandfarbe matt grundiert. Dabei lege ich die Farbgrenzen exakt fest.
Anschließend folgt ein Acrylanstrich. Die Spitzen auf dem Rücken werden sanft versteckt durch Auftupfen recht trockener schwarzer Farbe. Die Standfläche muss auch wetterfest gemacht werden. Zwischendurch bekommen die Glasmurmeln einen weißen Ring und trocknen durch. Der letzte komplette Anstrich geschieht mit glänzendem Acryllack zum Schutz der Oberfläche. Die etwas milchige Optik trocknet transparent auf. Ich male nun die Augenhöhlen mit wasserfestem Leim aus und klebe die Murmeln hinein. Der Leim trocknet ebenfalls transparent auf und die Augen erscheinen dann schön dunkel und tief. Gut durchgetrocknet steht der Pinguin jetzt dekorativ im Garten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du konntest eine interessante Anregung mitnehmen und schenkst mir Like und Abo. Gott segne dich und deine Projekte. Tschüss und bis zum nächsten Mal. In Marchis Atelier.